Hallo, heute stehe ich hier mit Josefine Ortlieb. Josefine ist unsere Berichterstatterin für das Thema Gleichstellungspolitik. Und wir hatten eben im Bundestag eine Debatte zum Internationalen Frauentag. Und Josefine, ich habe da gehört, wir sind doch eigentlich gesetzlich alle gleichgestellt. Männer, Frauen, jegliche anderen Geschlechter. Brauchen wir den Internationalen Frauentag eigentlich noch? Frauen sind im Gesetz vielleicht gleichgestellt, aber wir erleben, dass Frauen immer noch nicht dieselben Chancen haben. Das sehen wir daran, dass überall Frauen fehlen, in der Wirtschaft, auch hier im Parlament, wenn du dich mal umguckst. Wir erleben das jeden Tag. Es gibt mehr Männer im blauen Anzug als Frauen hier im Deutschen Bundestag. Und deswegen müssen wir gesetzlich auch noch mal hingucken, wo wir die Chancengleichheit, die Möglichkeit für Frauen, dass Frauen alles erreichen können, wo wir das gestalten können als SPD-Bundestagsfraktion. Und was haben wir da für Pläne? Wir haben vielfältige Pläne. Ich möchte wirklich hier nochmal einen herausstellen, der für mich ganz wichtig ist. Der Frauenanteil im Deutschen Bundestag ist erstmalig gesunken. Und wir brauchen dafür eine Lösung. Die SPD-Bundestagsfraktion ist die einzige Bundestagsfraktion, die in ihrem Vorschlag für ein Wahlrecht paritätisch besetzte Landeslisten vorsieht. Ein wichtiger Schritt, um den Frauenanteil im Deutschen Bundestag zu erhöhen und somit den Anteil derjenigen Frauen, die Gesetze mitentscheiden, zu erhöhen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, denn nur wenn wir unsere Interessen bei der Gesetzgebung mit einfließen lassen können, können dann auch Frauen im täglichen Leben das nutzen und können das für ihr eigenes Fortkommen in Anspruch nehmen. Josefine, ich danke dir für dein Engagement und ich habe dir auch was mitgebracht. Es gibt nämlich noch ein zweites Thema. Aus meiner Sicht müssen wir Frauen mehr sichtbar machen. Ja, absolut. Und darum habe ich ein Frauenquartett gemacht mit 32 starken Frauen aus Niedersachsen. Ich werde morgen auch in Uelzen eine Ausstellung des Landesfrauenrates Niedersachsen zum Thema Frauenorte Niedersachsen und das Wahlrecht eröffnen. Ich lade alle im Wahlkreis ein. Beschäftigen Sie sich mit den Ideen, die wir für das Wahlrecht, aber auch für die Quote von Frauen in Führungsfunktionen eingebracht haben. Und wenn Sie die Zeit und die Lust haben, kommen Sie in den nächsten Tagen in den Bahnhof Uelzen und schauen Sie sich die Ausstellung an. Und nie vergessen, wir Frauen wollen nicht nur die Hälfte des Kuchens, wir wollen die Hälfte der Bäckerei. Ich danke dir. Vielen Dank.